Hallo Leute, liebe Zuschauer. Aktuell sehe ich ja Klassentiere für eine ganze Schule und dieses Motiv, so ein zackiger Drache, ist das beste Beispiel, um zu erläutern, wie ich die Zacken bzw. kleine Rundungen sägen tue. Es ist nämlich so, wie jeder der Kopiersäger weiß, je feinerer Radius, desto feiner sollte das Sägeblatt sein. Mit dem groben Sägeblatt schafft man einen feinen Radius sehr schlecht oder gar nicht, je nachdem wie groß der Radius ist. Des Weiteren, jeder hat schon mal sowas gesägt. Ich habe jetzt auf Probe so einen Schnitt gesägt mit gelockertem Sägeband, Sägeblatt. Und zwar, wenn man das Sägeblatt nicht spannen kann, dann entstehen so konkave Schnitte in der Senkrechten. Das heißt, das Sägeblatt, das verlagert sich nach hinten beim Schieben des Werkstücks und dann steht dieser konkave Bauch. Will keiner haben. Also, ganz wichtig, das Sägeblatt muss richtig gespannt sein. Beim Zacken ist es so, dass ich auf Schub säge und auf Zug wende. Punktwenden zum Beispiel. Das hat schon jeder aufmerksame Beobachter bei mir sehen können. Ich versuche es jetzt nochmal beim nächsten Sägeschnitt besser einzufangen. Vielleicht könnt ihr das dann auch entdecken. Ansonsten gebe ich noch einen Hinweis dazu. Hier habe ich jetzt 25 mm Stapel mit diesen zackigen. Ich habe hier mit einem 5er Sägeblatt gesägt und bei den Punktwendungen hört man immer so einen Knack. Das heißt, dann, wenn es sich freischneidet bei dieser guten Spannung, dann gibt es so ein Geräusch von sich. Das werdet ihr auch nochmal bemerken, wenn ich den nächsten säge. Das dritte hier, also das ist der zweite jetzt. Das dritte werde ich dann mit dem Dreier Sägeblatt sägen und da werdet ihr feststellen, wie gut das funktioniert. Ihr mögt vielleicht meinen oder der Meinung sein, dass ein gröberes Sägeblatt besser sägt, schneller sägt und sonst was. Nein. Ein gröberes Sägeblatt ist nicht immer vorteilhafter für irgendwelche Sägeschnitte, vor allem nicht für filigrane. Vorteil eines feinen Sägeblatts ist, dass die Schnittkanten besser sind, vorausgesetzt, die Spannung ist da. Dass weniger Vibrationen am Werkstück entstehen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr grobe Zähne habt, dann rappelt das Werkstück eher als mit feinen Zähnen. Insoweit versucht es, probiert es mal mit feineren Sägeblätter zu sägen. Ihr werdet staunen, wie gut das funktioniert. Und bei den Sägeblättern, die ich benutze, da sind die Sägekanten spiegelglatt und man muss nichts nacharbeiten. Insoweit, seid schlau und bleibt neugierig. Danke fürs Zuschauen. Ja, wenn noch Fragen da sind, unten in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und jetzt säge ich mal zwei Probestücke aufs Exempel. Ich werde den ganzen Sägeprozess in Echtzeit dokumentieren und ihr könnt dann vorklicken. Ihr braucht euch nicht langweilen. Wer sich dafür interessiert, kann alles durchgucken. Ansonsten einfach jetzt schon ausschalten. Ciao. Also heute nutze ich mal ein anderes Stativ, so habt ihr eine neue Blickrichtung und ich habe hier schon das 5er Laubsägeblatt ja drinnen eingespannt. Dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Staubsauger an. Ich habe hier das Fußpedal, was ich auch gerne nutze, aber nichtsdestotrotz
ich säge alles im mit Höchstgeschwindigkeit quasi. So, ihr seht, ich schiebe, um zu wenden, ziehe ich es ein bisschen zu mir und dann schiebe ich wieder. Dann ziehe ich es zu mir, schiebe wieder. Und ihr habt eben das Knattern gehört. Je gröber das Sägeblatt ist, desto mehr müsst ihr runterdrücken mit den Fingern. Und das Doofe ist nur, je kräftiger ihr auf das Werkstück presst, desto eher werden eure Finger taub und ihr kriegt Durchblutungsstörungen. Das ist natürlich kein Witz, weil dann könnt ihr sehen, dass da so Dellen bleiben, aber richtig. Und schlimm wird es, wenn es dann nicht mehr durchblutet wird und da weiß bleibt der Finger. Also immer locker lassen, immer die Finger wechseln, abwechselnd auf das Werkstück drücken quasi und feine Laubsägeblätter benutzen. Dann braucht ihr auch nicht so fest runterzudrücken. Also ihr merkt sicherlich, dass ich immer nach vorne schiebe und loslasse. Ja. Und jetzt ganz doll spitz, ich ziehe und schiebe nachher. Ich ziehe das Holzstück zu mir und schiebe es weiter. Zu mir schieben, weiter schieben. So, ich glaube, jetzt wird der Diener umgeschubst gleich. Der Stehende, der ja nicht umfällt. So, ich verlagere ein bisschen. Übrigens, das ist 3 mm Sperrholzpappel hier und es ist interessant, wie gut es stehen bleibt. Ja. Hier sehe ich jetzt den Schwanz ein bisschen dicker, das heißt neben der Linie, damit er nicht bricht. Also dieses Knacken an dem Wendepunkt, jetzt habe ich gepustet, am Wendepunkt habe ich jetzt nicht mitgekriegt hier, das fehlt mir noch, aber das werdet ihr bestimmt schon selber bei euch gemerkt haben, wenn ihr solche Punktwendungen erledigt habt. Rundungen ist gar kein Problem, wie ihr seht, zu sägen. Das geht auch ganz einfach. Jetzt mache ich noch den Grinsemund, dafür säge ich ein bisschen frei hier, um besser wenden zu können. So.
Die Grinsemund. Einmal so, dann komme ich wieder dahin. Auf der Stelle wenden und weiter. Dann gehe ich aber genauso wieder raus hier, um weiter zu sägen. So, das war's. Papier hatte ich kurz auch zwischendurch aufgeklebt. Also zwischendurch heißt für mich jetzt hier in den Bereichen, wo es Abfälle gibt. Da habe ich sie, die Papiere aufgeklebt, wie man so sieht. Ja? Kleine Leimtropfen. So, und wenn ihr jetzt mal beobachtet, das ist spiegelglatt. Spiegelglatt in der Hinsicht, das Licht reflektiert sich da drauf, auf der Schnittfläche. Das ist das unterste. Das ist auch okay. So, jetzt tausche ich mal das Sägeblatt, um ein dünneres, ein feineres dran zu tun. Und zwar nehme ich jetzt mal ein Dreier. So. Ich habe jetzt hier unten nur ein kleines Loch. Insoweit musste ich kurz einfädeln da. So. Und der kleine Diener steht noch. Okay. Jetzt werde ich mal hier kurz reinsägen, damit ich da den Fuß mache ich auch ein bisschen breiter. Das heißt, ich werde an der Schnittkante hier sägen. Und dann schauen wir weiter. Also hier ein etwas breiterer Fuß mache ich diesmal. Und ich merke, ich kann auch ein bisschen spannen. Ja. Jetzt klingt es natürlich nicht so, weil das Holz noch da ist. Aber ich merke schon, ich muss nicht so fest nach unten drücken, weil mit diesem feineren Laubsägeblatt rappelt mir das Holz nicht. Ich habe weniger Vibrationen an dem Holzstück, an der Maschine ja gar nicht, weil der da, der Genosse, steht immer noch drauf, wie eine 1 auf der Tischplatte. So, hier eine Punktwendung quasi, Grinsemund. So, mit diesem feinen Sägeblatt macht es richtig Spaß, diese Zacken entlang zu sägen. Und da achte ich jetzt auch nicht großartig auf die Linie, weil die dürfen mal größer, mal kleiner sein. Und insoweit ist es nur eine Empfehlung, so eine Schnittlinie. Also ihr merkt, weniger Vibrationen bedeuten halt auch ein sorgenfreieres Sägen, so dass man dann auch mit einem feineren Laubsägeblatt vielleicht schneller durchkommt. Jetzt hat es mal kurz gerappelt und so ein kleines Reststück ist unten. Ja.
Okay, weiter geht's. Ich wollte ja den Schwanz ein bisschen dicker machen, das heißt, ich mache jetzt auf dieser Seite ein bisschen breiter. So, damit er nicht so schnell abbricht. Und hier mache ich ein bisschen dicker, weil an dem Anhänger, ich habe ja hier diese Anhänger. Da hängt er ein bisschen nach vorne. Das heißt, dieses Gewicht müsste, ne? Das Loch kann ich nicht nach vorne, also muss ich hier ein bisschen mehr Gewicht hinbringen. Daher auch der Schwanz ein bisschen breiter hier. Ein bisschen. Soweit, so gut. Alles picobello. Hier kann ich natürlich noch ein bisschen schleifen, aber die restlichen, die sehen prima aus. Also. Sobald ich eine Punktwendung da habe, ich schiebe nach vorne, sobald ich eine Punktwendung habe, ziehe ich nach hinten beim Wenden, damit es nicht weiter sägt ins Holz. So, Fazit, feinere Sägeblätter, entspannter Sägen. Soweit, danke fürs Zuschauen, seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao. So, das war's. Ciao. Also, liebe Leute, ihr habt gesehen, der ganze Trick ist bei diesen Ecken, also Punktwendungen und kleinen Radien, sind feine Laubsägeblätter und eine gute Spannung. Und je gröber das Laubsägeblatt, wiederhole ich nochmal, desto eher sind die Vibrationen am Werkstück. Hier. Habt ihr gesehen, diese kleinen, beziehungsweise den kleinen Drachen, der ist nicht umgefallen während des Sägens. Also es gab keine nennenswerte Vibrationen am Werktisch selber. Und es macht einfach mehr Spaß mit guten Laubsägeblättern. Natürlich. Ne? Ich verlinke euch die unten. Das sind Affiliate-Links, das heißt, ich kriege ein bisschen einen kleinen Obolus dafür, wenn ihr die über meinen Link bestellt. Ihr müsst nicht mehr zahlen dafür, aber dann könnt ihr auch mal diese Laubsägeblätter probieren, falls ihr sie noch nicht selber kennt. Soweit. Habt ihr Fragen? Schreibt unten in die Kommentare und soweit die Zeit da ist oder Beispielmöglichkeit am Werkstück, dass ich euch das zeige. Zeige ich euch gerne und beantworte eure Fragen. Danke fürs Zuschauen. Seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.